Was soll ich tun, wenn meine beantragte Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. 50% aller beantragten Erwerbsminderungsrenten werden abgelehnt. Das ist die Zahl, die auch von der Deutschen Rentenversicherung in den Statistiken veröffentlicht wird. Ungefähr 50% jedes Jahr. Und jetzt passiert Folgendes, Sie machen den Briefkasten auf und ein Schreiben der Deutschen Rentenversicherung ist da und Sie öffnen dieses Schreiben und der Traum von Ihrer beantragten EM-Rente ist mit einem Schlag zerplatzt. Der Ablehnungsbescheid ist nämlich gekommen. Und damit geht das ganze Problem los, dass für viele Betroffene, und das ist bei uns in der Praxis, das erleben wir sehr häufig, dass dann auch die finanziellen Fragen losgehen, die Sorgen, wie geht es weiter? Dann geht es auch um solche Fragen, kann ich meine Miete noch bezahlen? Muss ich ins Hartz IV gehen? Wie bin ich krankenversichert? Die Gründe für solche Ablehnungen sind oft sehr, sehr unterschiedlich. Es können medizinische Gründe sein oder aber auch versicherungsrechtliche Gründe. Die Wartezeit reicht nicht aus, erleben wir auch sehr, sehr häufig. Oder die 3/5-Belegung. Und was machen Sie denn dann, wenn der Ablehnungsbescheid gekommen ist? Wenn der Ablehnungsbescheid gekommen ist, nehmen Sie sich bitte ein Blatt Papier in die Hand. Schreiben Sie bitte oben rechts, das ist ganz wichtig, das Datum vom Zugang des Bescheides auf. Und schreiben Sie bitte daneben Widerspruch einlegen, nicht vergessen. Und dann nehmen Sie bitte diesen Bescheid und das Blatt Papier und legen den einfach mal zur Seite und schlafen eine Nacht darüber. Und dann am nächsten Tag, Sie lesen sich den Bescheid auf den ersten Seiten erstmal genau durch und ergründen, warum die Deutsche Rentenversicherung in Ihrem Fall abgelehnt hat. Und das, was dort ab Ablehnungsgründen dann steht, das erfassen Sie bitte auf diesem Zettel und schreiben das bitte auf. Und dann prüfen Sie bitte in Ihren privaten Unterlagen, ob die Deutsche Rentenversicherung aus Ihrer Sicht alles Erkennbare getan hat, die medizinischen Details abgefordert hat, Befundberichte abgefordert hat, damit hier eine sachgerechte Entscheidung auch tatsächlich für Sie nachvollziehbar ist. Reden Sie bitte mit Ihren behandelnden Ärzten, ob diese durch die DAV, durch die Rentenversicherung angeschrieben worden sind, ob die überhaupt Befundberichte abgegeben haben. Das erleben wir auch sehr häufig, dass die Ärzte völlig überrascht sind und gar nicht mit reingeholt wurden, obwohl sie die im Antragsverfahren benannt haben. Wenn Sie dann alle Informationen haben, dann legen Sie bitte unbedingt gegen den Bescheid Widerspruch ein. Sie haben Frist 1 Monat. Schriftlich Widerspruch einlegen und die Akteneinsicht anfordern. Sie brauchen schlicht und ergreifend das Wissen, was steht in der Rentenakten drin. Wie kommt die Deutsche Rentenversicherung überhaupt zu dieser Entscheidung, Ihren Antrag da abzulehnen? Wenn Sie dann Akteneinsicht genommen haben, dann haben Sie doch alle Details möglicherweise schon in der Hand und können dann erkennen, was hier möglicherweise schiefgelaufen ist. Und wenn Sie das alles zu sehr belastet, dann suchen Sie sich bitte Hilfe bei Freunden, Bekannten, Familien, Sozialverbänden oder auch spezialisierten Anwälten oder Rentenberatern. Und es hilft Ihnen auch möglicherweise im Kampf um Ihre Rente, wenn Sie sich versierten Rat und Hilfe von anderen Leuten, von Dritten holen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.